gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling you and me, every son of liberty. Hurry right away, no delay, go today. Holzarbeiten, Blechbearbeitung, Schweißen, Löten, Seile spleißen, Drehen, Sattlerarbeiten, Bespannen, Rohrbiegen, Elektrik, Flaschenarbeiten, Rahmenbau, Verspannungen, Beplankungen, Zimmerei, Schlosserei, Schmiede. Ganz zu schweigen von Dingen wie historischen Forschungen, Rekonstruktion, Materialprüfung, Materialbeschaffung, Vorrichtungsbau, Logistik. Und all das können wir euch hier zeigen. Die Schweißnähte an der Vorderseite der Maschinengewehrdrücker werden mit der Feile verschliffen. Damit sind dann alle Einzelteile, bis auf die Rückholfedern, soweit für die Endmontage vorbereitet. Drechseln der zylindrischen Holzgriffe aus Buchenholz mit der Drehbank. Leider fehlt uns in der Werkstatt noch eine vernünftige Drechselbank, aber so kann man sich notdürftig auch behelfen. Hier warten die fertigen Holzgriffe auf ihre weitere Verarbeitung. Die Rückholfedern für die Maschinengewehrdrücker werden wie beim Original auch aus 1,5 mm Stahldraht von Hand gebogen. Diese müssen exakt passen und sind jeweils eine linke und eine rechte Feder für jeden Griff. Und so liegen die beiden spiegelbildlich gebogenen Federn später in ihrem Lagerbock. Die beiden Mitnehmerstifte für die Baudenkabelschlitten werden vorbereitet. Anders als bei Fokker, wo diese Stifte auf beiden Seiten vernietet sind, wurden sie bei Albatros mit Splinten gesichert. Nach der abschließenden Funktionsprüfung eines jeden der neu gebauten Griffe sind diese nun fertig und bereit für die Lackierung. In unserer Sammlung aller bei Fokker entworfenen Steuergriff-Einsätze für die Steuerknüppel der Flugzeuge fehlte uns ein Zwischenstück. Den Vorläufer hatten wir in vernickelter Ausführung und den Nachfolger in bereits lackierter Ausführung. Das Zwischenstück, ebenfalls vernickelt, fehlte. Die letzten Handgriffe haben wir nun hieran abgeschlossen und nun ist er auch Teil unserer Ausstellung. Holt euch auch unser Buch zum Thema der Entwicklung aller Steuergriff-Einsätze bei Fokker. Das gibt's als kostenloses Download auf unserer Facebook-Seite.
Im Gegensatz zu den Albatros-Griffen, die wir gerade fertigen, erhielten die Griffe bei Fokker für ihre Nieten Unterlagscheiben. Diese wurden versenkt. Das anschließende Verputzen erfolgt mit Sandpapier. Als letzter Arbeitsgang werden die Holzgriffe an den Stahlrohrrahmen genietet. Nach dem anschließenden Verputzen werden die Holzgriffe dunkel gebeizt und damit wäre der Griff fertig. Und so wird er nun in unserer Ausstellung stehen. Im Übrigen gibt es Griffe dieser Art bei uns fast regelmäßig zum Tausch. Bei Interesse hieran meldet euch einfach. Und dieser Griff entspricht nun der vorletzten Ausführung des Jahres 1916, so wie er in den letzten Fokker E3 Eindeckern verwendet wurde. Vernickelt, zylindrische Holzgriffe, konisches Genick, 10 mm Hauptrahmenrohr. Morgen! Die Arbeiten begannen mit dem Verputzen der Schweißnähte von Innen- und Außenschweller an ihrer Unterseite. Und während Franz mit der Flex arbeitete, hat Gabi den Unterboden freigekratzt von alter Farbe und Unterbodenschutz. Kleinere Durchrostungen wurden unmittelbar autogen zugeschweißt. Bei größeren Roststellen wurden die Blechteile herausgetrennt und anschließend durch neue ersetzt. Auch hierbei wurde natürlich alles wieder ordentlich verschliffen. Und dann ist es passiert. Die Motorhaube war eines der ersten Teile, das neue Grundierung erhielt. Es ging auf Mittag zu und Gabi hatte mittlerweile den gröbsten Dreck an der Unterseite entfernt. Mit Winkelschleifer und Drahtbürstenaufsatz wurde der Rest des Bodens blank gemacht. Die Oberfläche konnte dann auch gleich mit Brunox behandelt werden.
Nachdem Brunox mit dem Rost und der Oberfläche des Metalls reagiert hat, konnte anschließend auch grundiert werden. Und wegen des extrem schönen und warmen Wetters an diesem Tag konnten wir gleich den ersten Farbauftrag mit dunkelgelb nach Muster hinterher schieben. Endlich geht's aufwärts. Und während hinten an der Unterseite alles schön und neu und gelb wird, plagt sich die arme Gabi vorne mit der noch größten verbliebenen Baustelle. Der Behälterraum für den Ersatzkanister. Völlig verrottet, völlig laienhaft repariert. Ein schönes Stück Arbeit noch. Oje, Gabi, da hast du recht. Was ist das? Naja, Augen zu und durch. Das nächste Mal dann. Gabi, schon wieder Feierabend. Schnauze voll für heute. Ah ja, na dann. Super. Und da trollt er sich wieder davon für heute. Und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Franz Josef Sagen hören wollen. Schnauze voll für heute.